du verstehst das Thema Artenschutz falsch. Ich bin Alex von Gartenexpedition. Ich zeige dir in dem Video, wie du deinen Garten aufs nächste Level zum Thema Artenschutz bringen kannst. Wenn du mich nicht kennst, ich mache verschiedene Themen auf meinem YouTube-Kanal, zum Beispiel Thema Naturgarten, Biodiversität, und ich zeige dir da ganz viele Sachen, wie du deinen Garten gestalten kannst, wenn du möchtest, hin zu einem artenreichen, nachhaltigen Garten, der auch klima- und hitzeresistent ist. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Video, und vielleicht kennst du die drei Fakten ja noch nicht. So, was ich jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen krass, aber der arme Gorilla, das arme Stachelschwein und der arme Elefant, alles gut. Die haben auch ihren Schutz verdient. Eigentlich müsste man eher nicht nur den Schutz stellen, sondern man müsste eigentlich aufhören mit der Lebensraumzerstörung. Dann bräuchte man auch, und dann würde man die Tiere vielleicht auch nur in Ruhe lassen. Dann bräuchte man sie auch nicht schützen vor den Menschen. Und das Missverständnis eins ist, viele, ich sage nicht alle, viele möchten diese Tiere schützen, was auch okay ist. Aber Artenschutz fängt nicht dort in Südamerika oder in Afrika oder sonst wo an, sondern hier bei uns, bei dir vor der Haustür, bei dir im Garten. Warum? Wir sind gerade im sechsten Massenartensterben, und spätestens nach der Krefeld-Studie von 2017 wissen wir, dass wir 75% weniger Fluginsekten haben, die vorhanden sind. Ich habe einen Vortrag von Thomas Hören gesehen. Früher brauchten sie für eine Exkursion als Sammel, für eine Sammlung von Insekten über einen gewissen Zeitraum hinweg 2 Liter Flaschen. Mittlerweile kriegen sie die 1 Liter Flaschen nicht mehr voll. Und ich weiß, Insekten sind doof. Keiner will hier irgendwie Insekten auf der Windschutzscheibe haben. Das Auto, die Autoindustrie wirbt die immer noch damit, obwohl es keine Insekten mehr gibt, die darauf kleben können. Und ich weiß nicht, also ich kann verstehen, dass man das vielleicht nicht möchte. Alle lieben Schmetterlinge, keiner mag die Raupen, das ist richtig, aber genau das ist das, was du berücksichtigen musst. Die Insektenvielfalt, die wir haben, noch haben, was aber längst schon ein Bodensatz ist, ist maßgeblich zum Erhalt von all dem, was du kennst. Der größte Faktor ist ja die Bestäubung. Nahrungssicherheit erlangst du nur durch Bestäubung. Und deswegen musst du die Insekten bei dir oder vor der Haustür, in deinem Garten, in deiner Umgebung, in Deutschland und Europa schützen, damit wir unter anderem genug zu essen haben. Es ist echt mega dramatisiert, ich weiß das. Aber das ist eigentlich der Key-Fakt von allem. Wenn wir keine Bestäubung mehr haben, dann haben wir vielleicht noch ein paar Grundnahrungsmittel, die auch ohne Bestäubung klarkommen. Aber du hast keine Äpfel mehr, du hast keine Himbeeren mehr, du hast kein Getreide mehr. Und das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass da in China mittlerweile Menschen, oder schon seit längerem, nicht mittlerweile, Menschen, Birnenbäume zum Beispiel vor der Arbeit bestäuben, 2-3 Stunden. Und manche machen das auch ganz täglich, also die ganze Zeit. Die müssen dann wirklich mit Pinselchen hingehen und die Bestäubung vornehmen. Und deswegen ist das ein Punkt, du verstehst das Thema Artenschutz. Es ist natürlich wichtig, dass man den Berggorilla noch rettet und dass man, was weiß ich, irgendeine Froschart in Südamerika schützt, das Gebiet schützt. Und das ist alles richtig und es ist auch alles gut. Aber bevor wir weiterdenken, und ich sage nicht, dass man dafür nicht spenden sollte, bevor wir weiterdenken, sollten wir vielleicht lieber an eigenen Garten denken. Wir sollten bei uns erstmal alles richtig und gut machen und nachhaltig machen, bevor wir vielleicht irgendwo das ganze Geld dann nach Südamerika schicken. Weil die 50 Euro, die du spendest für den Berggorilla, kannst du dir locker für 30 Euro erstmal einheimische Pflanzen für deinen Garten kaufen. Ich sage ja nicht, dass du die bei mir in meinem Onlineshop kaufen musst, wo ich dir meiner Meinung nach die besten Produkte für deinen Naturgarten haben könnte. Und ihr habt auch fleißig abgestimmt für die Produkte, die dann in den Onlineshop kommen. Das ist ja Community-Projekt, dieser Kanal hier. Aber darum geht es ja gar nicht. Du kannst die ja woanders kaufen, ist es okay. Aber Hauptsache, das sind einheimische Pflanzen, die einigermaßen sogar noch nachhaltig produziert sind. Und dann hast du schon so viel Mehrwert geschaffen für deine lokalen Insektenwelt, für den Igel. Weil, guck mal, selbst wenn ich die doofen Insekten anspreche, wer frisst das denn? Alle mögen den Igel, aber der Igel frisst Insekten. Der frisst nicht Schnecken, hier die Nacktschnecke, hau ab. Der Igel frisst eher zur Not eine Schnecke.
wenn der Kleine nicht genug Fressen findet oder wenn es ihm schlecht geht. Und wenn maximal frissen, noch eher Jungschnecken oder das Gelege. So, wenn überhaupt. Aber die großen, fetten Nacktschnecken, die da vielleicht in deinem Garten rumtouren, nee, die frisst er nicht. Die frisst, wie gesagt, hauptsächlich eher dann Insekten. Aber auch die ganzen Vögel, die wir hier sehen, die ganzen Gartenvögel, die ganzen Vögel, die du in der Umgebung siehst, das ist ja nur noch ein Bodensatz von dem, was vorhanden ist. Warum? Weil keine Insekten vorhanden sind, weil die ja das als Nahrungsgrundlage die meisten haben. Es gibt natürlich auch Samenfresser, aber wenn ein Feld abgeerntet wird mit den Hightech-Maschinen und kein Korn mehr auf dem Boden bleibt, dann finden auch die nichts, dann verhungern die einfach. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber das zählt alles zum Thema Artenschutz, damit du das einmal grob verständlich begreifst. Ich könnte natürlich noch 10 Stunden jetzt weiter erzählen, aber dann wird das Video hier sprengen. Wir gehen jetzt auch mal weiter zum zweiten Teil. Fakt 2 oder Missverständnis 2, Naturschutz, das reicht, wenn wir ganz viele Naturschutzgebiete haben, wenn wir Nationalparks haben, das reicht. Ja, eben nicht. Natur ist ja überall. Jedes Unkraut in der Fugenritze ist wertvoll und jede Blüte zählt. Natürlich sind vielleicht Nationalparks und Naturschutzgebiete gewisse Rückzugsorte für Populationen. Wenn wir jetzt mal an Makrotiere denken, wie vielleicht zum Beispiel die Wildkatze oder den Luchs oder von mir aus auch gewisse, vielleicht auch mal, wenn man Tiere kennt, die man vielleicht auch mal begegnen könnte, so Füchse zum Beispiel, aber die leben auch überall. Klar sind das natürlich Rückzugsgebiete für diese Tiere. Aber wir müssen ja nicht nur an die großen, sichtbaren Tiere denken, sondern auch an die, die klein sind. Und deswegen zählen Gärten, wie ich gerade schon im ersten Fakt gesagt habe, zweitens erzählen Parks und Anlagen, die nicht auf tot rausgeputzt wurden. Wenn du jetzt sagst, wenn jetzt, weiß nicht, keine Ahnung, München oder Dortmund sagt, ich will einen englischen Park haben, ich will einen Teil meines Parks in einen englischen Landherrenhauspark verwandeln, ist ja auch okay. Dann kann man das ja themenbasiert so pflegen. Aber man darf nicht vergessen, man muss auch trotzdem noch wilde Ecken lassen, die vielleicht, die heutzutage der Bürger vielleicht als unnatürlich sieht, obwohl es ja eigentlich das Gegenteil ist. Es ist halt Natur. So, es ist halt einfach nur nicht gepflegt, weil wir das 50 Jahre so oder 70 Jahre so eingetrichtert bekommen haben und man muss halt das Umdecken erstmal einleiten. Wieder. Und aus dem Grund muss ich dir sagen, es ist halt ganz wichtig, dass wir diese Parks und Nationalparks und Naturschutzgebiete haben. Ja, natürlich. Die müssen dann aber auch entsprechend gesichert werden. Man darf da auch nicht passiven oder aktiven Nährstoffeintrag betreiben oder Giftpestizideintrag betreiben und so weiter. Das kommt leider oft genug vor. Und dann brauchen wir halt das Mosaik aus den verschiedenen Gärten bis hin zu den Parks, die als wichtige Rückzugsorte für das Leben sind, für Schmetterlinge, für Fledermäuse, für verschiedene Käferarten, für Mäuse und sonst irgendwas. Und all das ist wirklich wertvoll und wir müssen das alles berücksichtigen. Wir müssen einfach mehr Natur wagen in dem Bereich. So, und dann gibt es noch den letzten Missverständnis. Du kennst das. Ja, aber wenn ich das mache, dann bringt das ja nichts. Wenn jeder so denkt und jeder seinen Schottergarten vorne hat, dann mag das vielleicht sein, wenn die ganze Straße nur grauen Basaltsplitter da vorne liegen hat, dann mag das vielleicht sein. So. Aber wenn du mit anfängst, du weißt ja nicht, du kannst ja wahrscheinlich nicht 3 Gärten weiter reingucken, vielleicht ist der Nachbar ja eh nicht drauf. Vielleicht nicht ganz so krass wie du, der sagt, ich mache 80% Einheimische, vielleicht hat er nur 30 oder 50, aber immerhin. Und vielleicht hat der Nachbar 3 Straßen weiter, ist genauso. Wildbienen fliegen zwar nur 300 bis 500 Meter, vielleicht auch ein bisschen mehr im Umkreis, aber immerhin, das ist ja ein Radius, das ist ja nicht nur eine Strecke. Ne? Also das müssen wir uns ja einmal bewusst werden. Und wenn wir verschiedene Leute haben in Straßen, die vielleicht einheimische Pflanzen auch mal wachsen lassen, es muss ja nicht immer neu gekauft sein, angepflanzt sein, reicht ja, wenn der Kräuterrasen da ist, wenn du einfach deine Gänseblümchen, die sehr wertvolle Futterpflanze ist, wachsen lässt oder den Weißklee oder den Rotklee oder das Habichtskraut. Wenn du es einfach wachsen lässt, da hast du schon viel damit getan. Du musst ja nicht gezielt hier dir eine Medaille auf die Brust kleben nach dem Motto, ich bin der größte Naturschützer, weil ich so viel für die Umwelt tue. Das ist, weiß nicht, auch wieder so eine Augenwischerei. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Kannst du machen. Es gibt auch Prämierungen dafür. Finde ich auch gut, für die Motivation zu steigern und das vielleicht auch das Bewusstsein zu steigern, dass es sowas gibt.
Ja, aber ich weiß nicht, jeder sollte das nicht wegen irgendeiner Prämierung machen, sondern aus seiner eigenen Motivation raus, die Umwelt nachhaltig zu gestalten und zu schützen. Und deswegen. Und wenn wir dann noch vielleicht noch ein paar wilde Ecken am Park haben, wo viel Gras steht, wo vielleicht noch ein paar Wiesenblumen drin sind und dann die Nationalparks und das alles sich verwebt, dann hast du schon aus dem Punkt wesentlich mehr Artenschutz erreicht als alles, was vorher da war. Also wirklich, vielleicht quatscht er mit deinen Nachbarn und dann sagst dann so, und ich würde immer, das würde ich auch noch sagen, ich würde immer die Pflanzen kaufen, ich sage immer Trottelpflanzen, die Pflanzen, die jeder Trottel anpflanzen kann und die, wo man direkt sieht, oh, da ist aber starker Insektenanflug. Weil das sind dann so Pflanzen, da sieht man halt, was man getan hat. So, es bringt nichts, dass die Pflanze anzupflanzen, die vielleicht gar nicht in deinem Ursprungsgebiet vorkommt und wo es keine Insekten für gibt. Ist unwahrscheinlich, dass kein Insekt daran fliegt. Aber es kann es auch geben, wenn du so ganz spezialisierte Pflanzen hast und ganz spezialisierte Bienen hast, die zum Beispiel Wildbienen hast, die auf diese Pflanze gehen. So, ich würde halt auch dann aus dem Punkt immer eine breitere Masse, also eine Pflanze nehmen, die viele Insekten anzieht, viele auch versorgen kann, weil wenn du spezialisierst, ist schön und gut, aber aus dem Punkt des Artenschutzes ist der Zug, glaube ich, abgefahren, dass wir spezialisierte Arten dahingehend erhalten können, dass sie sich ausreichend eine stabile Population bilden, weil ich glaube, aufgrund der Lebensraumzerstörung, die nicht der Deutsche, sondern allgemein die Welt betreibt, ist es nicht möglich, eine nachhaltige Population von einzelnen Arten zu erhalten, die sehr spezialisiert sind. Meiner Meinung nach. Allein schon wegen dem genetischen Austausch nicht. Ja, das war wieder ein kleiner Exkurs. Ich schreibe schon wieder ab. Wenn du Bock hast und das Video vielleicht gut fandest, dann schreib doch mal einen Kommentar, was du in deinem Garten machst, welche Pflanzen du anpflanzt, ob du Anregungen noch hast zu mir, ob ich vielleicht was vergessen habe, ob ich vielleicht falsch liege. Schreib einfach einen Kommentar. Ich freue mich auf sachliche Kritik und Anregungen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.